Hallo Leute, wir haben heute leider schlechte Neuigkeiten für euch. Der Kanal Der Erste Weltkrieg wird nicht weitergeführt werden. Wir bedanken uns sehr bei euch Zuschauern für euer Interesse und eure Unterstützung im letzten Jahr. Bei einem Projekt wie diesem ist es uns vor allem wichtig, die hohe Qualität der Inhalte und der Videos zu gewährleisten. Wenn ihr in den Kommentaren unterwegs wart, dann wisst ihr sicherlich, dass wir nur ein sehr, sehr kleines Team, also im Prinzip nicht mehr als 3 Leute sind, die diesen Kanal und das englische Pendant gestemmt haben. Und wir können aufgrund des hohen Aufwands und den begrenzten Mitteln diese Qualität bei den 2 Kanälen gleichzeitig nicht mehr sicherstellen. Deswegen wurde schweren Herzens entschieden, die deutsche Version einzustellen und sich nur auf den englischen Hauptkanal zu konzentrieren. Wir sind stolz darauf, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Das letzte Jahr war wirklich toll und mit euch als Community hat es uns wahnsinnig viel Freude bereitet, die Geschichte des Ersten Weltkriegs zum Leben zu erwecken. Wir sind natürlich traurig, dass es hier vorbei ist, aber wir freuen uns auch darauf, die Geschichte auf dem anderen Kanal zu Ende zu erzählen. Wenn ihr mit dabei sein wollt, freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare und Fragen unter den Videos bei The Great War. Hier geht's zum Kanal The Great War mit meinem Kollegen Indy und auch auf unserem Geschichtskanal Einfach Geschichte, den gibt's da, bekommt ihr weiterhin eure wöchentliche Geschichtsdosis. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und einige von euch hatten uns ja für eine mögliche Reise nach Verdun gespendet. Dafür nochmal herzlichen Dank und wir wollen natürlich nicht einfach auf dem Geld sitzen bleiben. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den gesammelten Betrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu spenden. Derzeit kümmert sich der Bund zum Beispiel um die umfangreiche Sanierung der Kriegsgräber in Langemark und sie sind über jede Hilfe dankbar. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und bis dann, bleibt dran auf allen Kanälen.